Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Who is Abby? In der letzten Folge sind wir das Motel oder haben wir das Motel abgegrast und ich habe nochmal überall so ein bisschen rumgeguckt. Ich habe jetzt nicht noch irgendwelche anderen Erinnerungsstücke gefunden. Wenn ich ehrlich bin, bis auf in diesen Raum hier war ich jetzt nicht nochmal. Ist mir gerade eingefallen. Ich würde jetzt dann tatsächlich auch weiterfahren wollen, weil hier ist, glaube ich, keine Campingausrüstung mehr, die wir da irgendwie mit zustellen können. Könntest mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ich übersehen habe. Aber hier ist auch nichts. Hier ist der Fernseher drinne. Und eine Schaufel, Karton, Gartenschlauch, die gute alte Hose. Hier ist aber auch nichts weiter. Von daher würde ich, glaube ich, einfach jetzt mit der Story weitermachen. Ja. Düsen wir los? Wir düsen los. Glaube ich. Ja. Wir düsen. It felt good to be back on the road. Back searching for Abby again. I felt bad for taking someone's car, but Abby's more important right now. Looks like it's running low on fuel. Better find a gas station soon. Okay, und dann ist er eine Weile gefahren bis zur Gasstation, wo wir dann eigentlich erst in die Story reingestartet sind, vor ein paar Tagen, Wochen. Sind es mittlerweile, glaube ich, schon. Okay, ich verstehe. Ich presse mal Any Key. Emerging from the cave, the rain greets me, unrelenting and cold. Another twist in this never-ending night. I need to break through it. I need to keep going, and I need to find Abby. John said to meet him at the boathouse, so I better go and find it. Nö, das ist ja bestes Wetter, ne? Okay, pass auf. Für alle, die neu eingeschaltet haben. Gucken wir uns die Story nochmal im Schnelldurchlauf an die einzelnen Stationen sozusagen. Also, hier haben wir angefangen. Das war so die erste Station gewesen, die Gas Station. Hier haben wir aus dem Mischer haben wir Benzin rausgesaugt und sind dann weitergefahren, sind aber nicht weit gekommen. Da uns ein Hirsch oder Elch, bin mir nicht mehr sicher, von der Straße gedrängt hat. Und wir sind dann runtergefallen. Achso, und hier haben wir festgestellt, unsere Klamotten, ich habe mal so an mir runtergeguckt und die Klamotten sind übelst bloody. Also die waren schon bloody gewesen, bevor wir hier unfallfrei übrigens weg sind. Und sind dann ein bisschen durch den Wald gestapft und haben uns die Hütte hier gefunden. Da stand ein Generator drin. Hier mussten wir durch. Da hing so ein Kabel runter, das mussten wir ausschalten. Und hier ist es die Hütte von irgendeinem Jäger gewesen, wo wir noch so einige Dinge gefunden haben. Feuerzeug unter anderem. Und dann sind wir weiter und haben die Nacht im Wald verbracht, an einer Stelle, wo wir wahrscheinlich mit Abby auch schon gewesen sind. So gefühlt waren wir schon überall mit Abby, zumindest was so die Erinnerungsstücke, die da immer wieder reinkommen, sagen. Und ja, von dort aus sind wir dann ein paar Tage zurückgesprungen, so ganz an den Anfang. Und zwar. Also an den Anfang der Story in Abbys Apartment, da haben wir für diesen Trip nämlich gepackt. Ja, Schlafsack, Isomatte etc., bisschen was zu essen, ne? Und sind dann, das war wie so eine Art Rückblende am Ende des Tages war das gewesen, und sind dann sozusagen hier sind wir aufgewacht. Wie wir da hingekommen sind, I don't know.
wir waren dann auf einmal da gewesen und sind ein bisschen rumgelaufen und sind dann hier zu diesem Workshop gekommen, haben da noch irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, warum wir da waren, eine Quobar haben wir da gefunden, genau. Und wurden dann irgendwie angeschossen, mehrfach gefühlt, 3000 Mal, von irgendeinem Sniper und sind dann irgendwie abgehauen, dann hier über diese Brücke drüber. Dann waren wir hier gewesen an der, ja, mehr oder weniger eigentlich war es eine Baustelle gewesen und haben uns dann mit einem Kran eine Brücke gebaut und sind dann in die Höhle rein und das ist da, wo wir jetzt stehen, aber in der letzten Folge oder letzten beiden Folgen sind wir dann tatsächlich erst an dem Motel angekommen, was storytechnisch nach dem Apartment ist. Also wir sind irgendwie losgefahren, nachdem wir die Klamotten gepackt haben, sind dann, denke ich mal, an dem Motel angekommen. Da hatten wir noch einen blauen Mustang gehabt. Sind irgendwie aufgewacht, die Schlüssel waren weg gewesen, alles total weird. Das ist aber schon 2 Tage her. Und jetzt starten wir sozusagen, sind aufgewacht in der Höhle. Was war das? Oder am Höhlenausgang? Ich bin unsicher. That's the cave I just came from. No point going back in there. Okay, es gibt, wir können nicht zurück. Es ist auch arschdunkel. Tatsächlich. Hier können wir in unseren Gedankenmuseum, Gedankenkarussell, können wir rein. Will ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht. Oh, wie cool das aussieht. Das hört sich ungesund an. Das hört sich so ein bisschen so Forest mäßig an. Mal gucken, ob die Ureinwohner hier irgendwo oben auf den Stein hocken und uns beobachten. Oh, die Fußspuren. Oh Gott, die Fuß... Unsere eigenen sind das hoffentlich. Und das hört sich auf den Kopfhörern... Ja, es regnet und ich bin komplett durchweicht. Nee. No, I'm still making my way there. At least if I can find the boathouse, I can get out of the rain. Okay, ich weiß nicht, warum wir gerade mitten in der Nacht jetzt losgehen, wenn es regnet. Ich meine, warum können wir nicht noch irgendeine Stunde warten, bis der Regen aufhört oder bis es hell ist oder beides am besten. Aber gut, wir gehen jetzt zum Bootshaus, können uns da schon mal einen Drink gönnen und dann warten wir auf John. Genau der ruft. Oh, Junge. Nee, das ist ja angenehm hier. Richtig. Richtig zum Relaxen. Also das im Wald, das könnte ein Fuchs sein. Könnten irgendwie Rehe sein, so ein halb krankes Reh vielleicht. Ein Reh im Stimmbruch. Wow, who would be crazy enough to set up camp all the way up here? War gut, ich meine, warum nicht, aber verrückt ist der cool, verrückt ist der hier im Regen rumläuft ohne Regenjacke. This tent looks familiar. Ja, alles sieht ähnlich aus. I could really use a coffee right now. Oh, da würde ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht nein sagen, wobei doch, es ist zu spät, um Kaffee zu trinken. Haben wir jetzt 20 vor 8? Halb 8 ist es erst. Dann geht's noch. Nein, es ist, ich bin ja immer so ein Mensch, ich gehe ja so 22, 23 Uhr ins Bett, weil wegen Arbeit stehe um 6 auf. Und, warte mal. Oh, auch schön. Überall diese beleuchteten Stege hier, das sieht schon cool aus. Eigentlich. Wo kommt dieser Baum her? Dieser tote Baum. Ja, nee, deswegen ist jetzt Kaffee nicht die beste Wahl. Mir reicht schon, dass ich gerade Energy trinke. Aber das schlägt nicht so an bei mir. Das geht noch. So. Was soll das? Och. Hä? Okay, ich komme hier
bedingt weiter. Nicht. Aber hier muss es doch irgendwie weitergehen, oder? Hier geht's auch nicht weiter? Hä? Geht's wieder runter? Ja. Ah, na klar. So ein kleiner Kieselstein, so ein Findling, weißt du? Ist klar, natürlich. Ist ein sehr starker Mann. Ist ein sehr, sehr starker Mann. 300 Tonnen Stein, gar kein Problem. Wobei 300 Tonnen nicht, aber der wird schon seine 5, 6, 7 Tonnen wird er schon gewogen haben. Verschiebt man einfach. Selbst wenn es nur eine Tonne ist. Nee. Einfach nein. Schachfigur. Wie viel gibt's denn? 8. Da habe ich wahrscheinlich schon 4 übersehen. Da hinten blinkt es auch rot. Und jetzt sagt mir bitte nicht, dass ich hier nicht durchkomme. Okay. Immer wenn ich den sehe mit seinen blutigen Klamotten, frage ich mich natürlich, was passiert ist. Und mein Wild Guess wäre ja, dass er Abby umgebracht hat. Oder vielleicht nicht umgebracht hat, aber vielleicht, keine Ahnung, haben die einen Unfall gehabt oder so. Und er ist da irgendwie dran schuld involviert und hat jetzt irgendwie so ein posttraumatisches Belastungssyndrom. Und hat vergessen, was passiert ist. Hallo, Eddie. Wow, sounds like a real storm where you are. Ja, Mann. Yeah, it's torrential here. You should get in the boathouse and dry off. What? How did you know I'm near a boathouse? What? No, no, I didn't mean... You said you were... Ah, crap. Service sucks in the valley. How did Eddie know where I am? Eddie weiß ja generell irgendwie Dinge, die er gar nicht wissen kann. Das hatten wir vor ein paar Folgen schon mal gehabt in den Anruf. Und jetzt hat er gerade gesagt, geh schnell ins Boothaus rein, obwohl er gar nicht weiß, dass wir auf dem Weg zum Bootshaus sind. Stecken Eddie und, wie heißt der andere? John, Jin, Tom, irgendwas, alle unter einer Decke? Oder weiß Eddie, dass wir irgendwie einen Erinnerungsverlust haben durch irgendwas. Vielleicht haben wir auch einen auf den Kopf bekommen. Keine Ahnung. Aber irgendwas muss passiert sein, dass wir uns nicht mehr daran erinnern, was passiert ist. Macht Sinn, oder? Und... This boat's fixed up tight. Something's gotta give for it to hit the water. Ja, klar, natürlich. Was auch sonst. Wir haben nichts anderes erwartet. Hier, das habe ich doch gesehen. Ich von Weitem schon gesehen. I can see something across the lake. I should find a way to get over there. Ich denke auch. The way ist da. Mit dem fahren wir ja wahrscheinlich morgen drüber. I think. Okay, also ich glaube Abby ist glaube ich Fritte. Ich glaube Abby existiert nicht mehr. Und wir sollten das eigentlich wissen. Oder vielleicht hat Abby noch nie existiert. Oder Abby ist schon sehr, sehr, sehr lange tot. Und auch das haben wir vergessen. Ich habe keine Ahnung. Ich mal gucken. Ich gehe erstmal hier rein. Es sieht schon so aus, wie es aussieht, ne? Finally out of the rain. Maybe there's a way to dry off and clean up in here. Ich will nicht meckern, aber das sieht hier alles nicht so gesund aus, wenn ich ehrlich bin. Taschenlampe? Flashlight. That's definitely gonna be useful. Ja, kann ich die toggeln?
Ich toggle. Hab getoggelt. Okay. Moin. Das ist ein sehr großes Nudelholz. Okay. Cool. Vielleicht erstmal wieder alles angrabbeln hier, ne? Halt, stopp, nicht schon wieder zumachen. Da haben wir Organic Rice, Meersalz, Wasser, Zucker und spicy Gewürze. Okay, es ist ja ganz zauberhaft. First things first, I need to sort out this mess and get cleaned up. Ich muss mich erst sauber machen. Cleaning up is the priority now. Okay. Oh, ein voller Kühlschrank mit Bananen. Du bist ein Unmensch einfach. First things first, I need to sort out this mess and get cleaned up. Okay, ich muss mich erstmal, ich muss mich sauber machen. Die Hütte sieht sehr bruchreif aus, wenn ich ehrlich bin. Could use the sink to wash up. Just need to find the right supplies. Okay, da muss ich was reparieren erst. Was haben wir hier? Warum jetzt dieses Klavier? Was soll das? Ich möchte das nicht. Hä? Can't do much in this state. Cleaning up is the priority now. Ja, ist ja gut. These hangers would be handy for drying clothes. Ich möchte mich abcleanen. This is a message for Dr. McAllister. We still haven't heard from you. It has been several days and we are at the point where we cannot let this continue. Please recover the subject and come in for debriefing. Irgendjemand suchen die auch. Do you have the camera there? I need to see how much flavor is left in it for tomorrow. This is a strange thing. Back to the older days. Back to the future. Oh, geil. Mit einem DeLorean extra sogar drauf. Martin McFlap has just found himself worryingly in charge of a time traveling car made of stainless steel. It's up to him to figure out how to best use it. And he ends up doing exactly what anyone would. He has goes back to the old days and tries to get it on with his mom. Obviously, what the hell's a gigawatt? She's about to find out. Ist das dumm? Ich liebe es. Ach ja, Back to the Future. Zurück in die Zukunft. Mal in die Kommentare schreiben, wer die Filme gesehen hat. Ist ja gut. Mal in die Kommentare schreiben, wer die Filme gesehen hat. Kann ich meine Klamotten aufhängen? These hangers would be handy for drying clothes. Die sind nicht handy genug. Alles klar. Ja gut, okay. Von mir aus. Mal ab in die Kommentare, wer Zurück in die Zukunft kennt. First things first. I need to sort out this mess and get cleaned up. Okay. It's empty. I need to find where the propane's stashed. Ich brauche Propane. Can't do much in this state. Cleaning up is the priority now. Ja. Ich würde so viele Dinge auf einmal machen. Hier ist auch irgendwie nicht. Ich brauche. Oh. Da ist. Ah, Detergent. Perfect for getting myself cleaned up. Ah ja, cool. Okay. Da mal ein bisschen was zum Reinigen. Okay, das sollte so wahrscheinlich nicht aussehen, aber ja, ich krieg's nicht zu. So. Kann ich mich hier jetzt sauber machen? Ja. Okay, clothes need to soak for a bit. Could use a drink in the meantime. Okay, jetzt ein Drink. Klar, natürlich. Ich würde erstmal irgendwie einen Ofen oder sowas anmachen. Es muss hier ultra kalt drinne sein. Überall sind die Fenster offen. Draußen regnet. Es ist windig. Ah, erstmal saufen. Saufen! Weißt du? Boah, Mann, ey. Hier überall sind die Fenster offen. Hier wächst sogar Zeug rein. Was trinken wir denn? Nichts. Was könnten wir denn trinken? Coffee beans. Nice. Need to grind them. Okay. Ein Grinder. Wir hier. Okay.
Okay. I've got my ground coffee. Next up, the stove. Wir ein. Oh. I could make coffee here if I just had the right stuff. Wir brauchen eine Kaffeekanne. A coffee pot. Eine Kaffeekanne haben wir. Wir brauchen Gas. Gas. Jetzt sag nicht, dass Gas draußen rumsteht, weil ich würde einen scheiß Teufel tun, hier nach draußen zu gehen. Bei dem Wetter, vor allen Dingen so. Licht. Nee, ich will nicht nach draußen gehen. Es ist kalt draußen. Okay, clothes need to soak for a bit. Ja. Kann ich einfach sagen, ich gönne mir jetzt einen Kaffee oder so? Ah, this ladder could get me up into the attic. Wohin? Okay. Geht's hier irgendwo da? Einmal nach oben, bitte. It's super dark up here. Perhaps I should use my flashlight. Ja, ich hab ja, die ist ja schon an. Hier ist noch ein Brot. We still have the hot dogs and the bread left to eat. Hot Dogs mit Weißbrot? Weird. Was habe ich gemacht? It's a shame I lost my lighter. I've got no matches or anything. Oh jo. Da unten sind noch welche. Hier ist noch ein Hammer. Got a hammer. This could come in handy. Ja, einen Hammer kann man immer gebrauchen. Hat mir bis jetzt in jeder Folge irgendwie gebraucht. Hilfe! Hilfe! Gut, okay. Wir brauchen Hölzerstreich. Hölzerstreich waren. Oh Gott, wo waren die? Need matches to get this fire started. Ja, wo waren die? Gas. This propane canister might come in handy. Ja, geil. Dinosaurs Propane. Okay, das passt. Können wir den auch auf? Sehr schön. Aber hier oben ist nichts. Diese Taschenlampe kommt auch aus der Hölle, ne? So, hier nicht. Hier nicht. Waren denn die Matches? Die waren hier irgendwo. Hier. Matches. These could be useful later on. Gas. Dreh auf den Bumm. Geil. Right, the coffee's brewing. Time to deal with my clothes. Ja, Mann, der Kaffee ist am Brühen. Kriegen wir hier noch irgendwie einmal einen Kamin an? This will help dry my clothes faster. Sehr schön. Und müssen wir oben noch mal irgendwie was machen? Ich gehe noch mal hoch. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass er hier auch Streichhölzer haben wollte. Fire's lit. This will help dry my clothes faster. Okay, alles klar. Das ist schon. Ist alles schon so, wie es soll. Dann ziehe ich mich wieder an. Oder beziehungsweise. Right, I got my clothes, but they're still wet. Need to dry them first. Ja, warte. Hier. There, fire's lit. This will help dry my clothes faster. Ja, hab ich so verstanden. Geil. Ah, sounds like my coffee's ready. Ja, Kaffee. Ich würde aber die Fenster trotzdem überall eigentlich alle zumachen. Fenster. Und kann man das zumachen hier unten? Nö. Oh, es war ein Käffchen. Should check on the clothes. Okay, Kaffee-Time ist zu Ende. Es ist vorbei und jetzt gucke ich mal klamottentechnisch. Ist es trocken genug? Ja, komm. Ah, that's so much better. It looks like the rain's let up too. Nice.
Dann find a way to cross the river. Es hat aufgehört zu regnen, das ist super. Ich würde mir ganz gerne nochmal ein Stück Käse mitnehmen, darf ich aber nicht. Bananas. Banane will er auch nicht haben. Ja gut, dann was soll ich dazu sagen, ne? Wollten wir uns hier nicht mit Jim John Johnson irgendwie treffen? Mir war so, als ob. Ich meine, es wird wieder hell. Oh, sieht das cool aus. Der Mond, der muss doch hier irgendwo sein. Warum sehe ich denn den Mond nicht? Da hinten irgendwie, ne? Also theoretisch würde hier der Mond sein. Bestimmt hinter den Bergen. Was nicht so viel Sinn macht, aber gut. Trotzdem irgendwie. Sieht schon sehr cool aus. Hat was. Jut. Ich würde sagen, ich mag die Bäume auch so. Diese. Wie heißen die? Da gibt es diese großen baumartigen Dinger, wo die einfach nur so das Grün so runterhängt, so ohne Äste. Genauso wie hier. Die mag ich total gerne. Ich weiß auch nicht, wie sie heißen. Mein Tomben. So, warte mal. Oh, ist schon. Hat schon was Schönes hier. Ja, okay. Ich guck mal, ob wir hier langkommen. Ah. Natürlich. Mit Hammer. Ein Brunnen. Und ich höre einen Generator. Ist das der Brunnen aus The Wing? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Das würde mich nicht wundern. Hier geht's nach oben. Hier sind drei Generator. Okay. Caution Well. Aber warum? Hier ist Brunnen. Hier ist Wasser. Great. The crank snapped. Need to find another way to wind this well. That's a really long rope. There's gotta be another way to wind it. Weiß ich nicht, hochziehen? Hand pulling is not an option. Maybe there's something around here that can help. Hand pulling is not an option. Nö, ist klar, warum auch? A fuse box that could power things up, but it needs a wire. A spool of wire. This could be useful for power. Mhm. Didn't expect to find that here. Scribble resembling Abraham Lincoln found. Wow. Okay, wire. The wire is ready, but there's nothing to connect it to. Ich brauche noch was zum Connecten. Das Wire alleine hilft nichts. Wäre ja auch viel zu einfach gewesen jetzt. Sind wir nochmal ganz ehrlich. Dass etwas genau da liegt, wo wir es brauchen. Nein. Das geht nicht. Das möchte niemand haben. Wir müssen erstmal noch 3 Kilometer laufen. 8 andere Geschichten machen. 12 Schachfiguren finden. Und dann geht's weiter. Boah, das ist auch der Zugang zur Hölle, oder? Mal ganz ehrlich. Oh, nee. Und die Ketten hier. Nee, schön. Den kann man mit Sicherheit, damit kriegen wir den Eimer nach oben. Es gibt keine andere Möglichkeit. Bin fester Überzeugung. Natürlich. Ja. Ich verstehe seinen Gedanken. Ist ein bisschen over, aber weißt du was? Ist mir doch egal. Faulheit siegt und darum geht's. Ah, this belt might be part of a solution. Mhm.
Hier ist noch eine... Weiß ich nicht. 1 Spartan Tür. Natürlich. This gate is locked. Need to find a key. Natürlich kommen wir hier nicht rein. Okay, interessant. Die Kette ist gar nicht gruselig. Right off. This could be handy. Nö, jo, jo, jo. Ich glaube, wir haben alles, was wir brauchen, um den Eimer hochzuholen. Warum auch immer wir das tun sollten. Weil eigentlich müssen wir ja find einen Weg to operate the well without the crank. Okay, gut. Kriegen wir alles hin. Ich baue mir jetzt erstmal die übelste Konstruktion. Ja. Das haben wir. Das haben wir. Jo, dann würde ich sagen, aufi! Inside. Could be important. Ist das dein Ernst? Da ist ein Schlüssel drin, ne? Oh, komm! Ich meine, da ist nicht mal Wasser drin. Ne? Ah. Oh. Manchmal, ne? Ich meine, ja, es muss so ein bisschen Rätselgedöns mit bei sein, sonst wäre es zu langweilig. Aber echt jetzt für den Schlüssel, packt den hier hin, findet auch keiner. Und das habe ich jetzt gemacht, weil... Ah, this is special gas, specifically for boat engines. Ja. Handy. Cool. Okay, das haben wir schon mal. Spezialtreibstoff für Boote, Boote, Boote. Nimm den Hasen mit. Okay, weird. Die kommt mir aber auch bekannt vor, die Puppe. Die war bei Abby im Vorratsschrank drinne gewesen. Ich bin gerade überlegen, ob ich jetzt gerade eine normale Folgenlänge aufnehme. Ich glaube ja, ne? Ich glaube davor hatte ich geteilt gehabt. Ja. Okay, ich gehe mal. Die Fußspuren, ne, die machen mich fertig. Also nicht die Fußspuren, sondern die Fußsounds. Die Sounds der Footsteps. Deutsch schon schwer. Die sind manchmal auf Kopfhörern echt. Es kommt dann immer so vor, als ob direkt einer hinter einen läuft. Was nicht so geil ist. Hammer? Ach so. Okay. Das Wasser in meinem Boot. Da ist sogar sehr viel Wasser im Boot. Ah, deswegen der Eimer. That does it. The boat's dry now. Time to see if I can get this thing moving. Okay. Cool. Oh. John wanted me to wait at the boathouse, but I can't just stand by and let all these mysteries go unanswered. There's something about Abby's whereabouts that John knows and he isn't telling me. I need to find out what he's hiding and get to the truth. I'm just starting to worry that I might be too late. Hätte ich nochmal in die Cabin gehen sollen? Aber eigentlich warum, ne? Geh mal in die Cabin. Ich bin froh, dass wir die Taschenlampe noch haben. Weil mit der macht's halt echt einiges einfacher. Ist das so ein Bierkrug, der hier überhaupt nicht, gar nicht reinpasst irgendwie, ne? Ich weiß nicht warum, aber der passt nicht in die Location. Ganz komisch.
Mützeri. Sehr Mützeri. Wo geht's hier lang? Closed. Sehe ich anders. Trail of Remembrance. Please keep to the trail. Okay, was haben wir hier? Do not enter. Hier gehe ich lang. Ich habe gerade schon wieder irgendwas gehört. Aber krass, was das hier für eine riesige Area ist. Und ich meine, hier sind überall Lampen. Wer hat die angemacht? Und wo ist John? I really thought there might have been something back here. I guess it's just another disappointment. Das ist eine Schachfigur. Okay, wir kommen hier. Wir müssen hier bestimmt wahrscheinlich irgendwie drüber mit einer Leiter oder sowas. Verstehe. Okay, okay, okay. Ich hänge schon wieder fest, jetzt nicht mehr. Uff. Es könnte eigentlich auch hier irgendwie so ein Freizeitresort sein, ne? So ein bisschen Jugendherberge-mäßig auch. Finde ich. Ging's denn nicht lang? Hä, hier ging's doch irgendwo lang. Hier. Ah ja. Komme ich hier durch? Nein. Alpha Wand, schade. You see that place over there? Let's check it out. Abby, what? God, what's going on with me? Ich weiß auch nicht so richtig, aber ich habe das Gefühl, dass die hier schon mal gewesen sind. Aber da waren die, glaube ich, noch jünger, oder? Ich habe keine Ahnung. Irgendwas ist... Natürlich. Abby, nicht Abby. Eddie. Nee, nicht Eddie. Tom, I've arrived John. At the boathouse. Where are you? I'm not waiting around, John. Tom, we agreed. It's important we stick together. It's not safe for you to go off on your own. Safe? I'll be the judge of that. I need to find Abby, and I'm not gonna find her by just sitting around. Well, that's a risk I'm willing to take. Be careful, Tom. Remember, not everything is as it seems. Yeah, well, you've said that before. I'll keep it in mind. Ja, nichts ist so, wie es scheint, tatsächlich. Das sollte man vielleicht sich mal so zu Herzen nehmen. Macht er aber nicht. Macht er einfach nicht. Auch sehr schön hier. Das sieht alles so... viel zu gut aus, was? So, also so mit der ganzen Beleuchtung. Ich meine, die muss ja auch irgendjemand anmachen. Da muss ja irgendjemand, muss ja dastehen und muss sagen, ich mache jetzt hier auf der ganzen Insel Strom an. Und das sieht halt nicht so aus, als würde hier jemand irgendwie, oder hätte man jemanden entführt und was ich, weißt du? Also wenn Abby entführt worden wäre, zum Beispiel, dann wäre das ein sehr schöner Ort dafür. Dann möchte ich mich da bitte auch hin entführen lassen. Ich glaube, Abby ist nicht mehr da. Und das schon seit Jahren nicht. Ich hab das irgendwie im Urin. Da, so, das sieht so aus wie ein Gebäude, wo man mit Entführten hingeht. So ein Entführungshaus. Let's just go over the fence. It'll be quicker. Oh, stell dir mal vor. Stell dir mal vor, jetzt habe ich's. Also. Ich vermute ja nur, ne? Aber überleg mal, angenommen, die sind als, sag ich mal, Kinder, Jugendliche hier irgendwie rein und weil das hier alles abbruchreif ist, ist Abby gestürzt und ist gestorben. Und er hat das jetzt irgendwie, weil er, keine Ahnung, Jahrzehnte später einen auf dem Dates gekriegt hat, denkt er jetzt, dass er mit Abby den Ausflug macht, obwohl er den Ausflug schon vor, keine Ahnung, sag ich mal, 20 Jahren gemacht hat und dabei seine Schwester verloren hat.
Und jetzt komme ich an diesen Zettel nicht ran. Und jetzt denkt er, dass er jetzt den Ausflug gemacht hat oder macht und sie sucht, obwohl sie nicht mehr da ist. Yeah, you should know me by now. I don't do climbing fences. Ja. Ja. Ich glaube, irgendwie sowas wird es gewesen sein. Also ich könnte, so könnte ich es mir vorstellen. Aber die Frage ist, warum hat er eins auf den Dez gekriegt? Warum war er so bloody gewesen und so weiter, ne? Das ist ja immer noch nicht, hier war eine Schachfigur. Das ist ja immer noch nicht ganz klar. Hier ist nichts weiter. Vielleicht war er hier ja auch gewesen und da war das noch nicht so abgefuckt alles. Hm. Die Bretter, die fallen ja doch gleich wieder rein. Ha! Erwischt. Checkpoint reached. Ja, ich mach noch ein bisschen. Ich mach noch ein bisschen, weil das ist nämlich die letzte Folge für heute. Oh, cool. Cool und gleichzeitig irgendwie schon wieder so verwirrend. Es ist teilweise so ein bisschen abgefuckt, abgeranzt und dann doch aber wieder so ein bisschen mit Liebe zum Detail. Ich bin wild, verwirrt. Wild verwirrt. Ganz komisch. Guck mal, hey, Draht. Ich denke, wir werden es benötigen werden müssen, brauchen. Und eine Zange. Oldschool wire cutters. Ja, nehmen wir. Nehme ich einfach mit. Das ist nicht. Oh, was haben wir hier? A wall of weeds is preventing passage through this gate. Ja, need to kill him somehow. Da brauchen wir erstmal einen Rasenmäher. This gate's bolted from the other side. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Das ist jetzt nicht sein fucking Ernst. Was? Chessplayer, ich habe 50% der Schachspielen-Figuren gefunden. This gate's cool. Bolted from the other side. Das ist verriegelt von der anderen Seite. Also Punkt 1 sehe ich hier keinen Riegel. Und Punkt 2 ist es nicht sein Ernst. Okay. Kein Problem. Gehe ich halt woanders lang. Was haben wir hier? Nägel? Hier sind überall Nägel. Ah. Natürlich. Oh Gott. Das ist nicht gut, ne? Ah. Oh. That wolf. I'm not sure I'm feeling alright. Oh, warum? Tom. Get through. Eddie, do you hear me? I actually might need your help. Hello? Ah, piece of junk phone. Bei Eddie bin ich mir mittlerweile auch nicht mehr sicher, ob der existiert. Ist das Knoblauch oder sind das Zwiebeln? Ich habe Fragen. Das... nun, da hatte ich gerade einen kleinen Aussetzer gehabt. Ja, ignorieren wir das einfach mal und machen weiter. Was haben wir denn hier? This empty sack could come in useful. I'll keep it for later. Weed Killer. Woo! Das heißt, wir brauchen wahrscheinlich den Weed Killer für hier. Oder müssen wir den noch irgendwie anmixen mit Wasser oder so? These dense weeds are blocking the gate. I can't get through while they're there. Einfach drüber kippen und 8 Tage abwarten und dann ist das weg. Wo Problem? So, jetzt muss ich mal ein bisschen gucken, dass wir hier... Oh, es ist Knoblauch. Ich liebe Knoblauch. Und hier bin ich mir nicht sicher. Tomate und Kürbis? Ich weiß nicht, was es... Sieht so klein aus für Kürbis. Was für ein Zierkürbis ist das? Rusted barrel doesn't look very useful. Cool, danke für diese Information. Nothing to say what's in it. I'll leave it. Okay. Cool. Ah, eine Schere, Hecke. They'll probably come in handy. Ja, Mann. Looks like some sort of chemical lab in here.
Okay, dann würde ich sagen, ich glaube, die Folge war lang genug. Ich muss ins Bett und ich muss noch Videos rendern. Das ist noch viel schlimmer. Deswegen würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne mal ein Like da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge bei Who is Abby? Danke fürs Zuschauen. Ciao.